Herzlich willkommen, liebe Schwarz-Roten, zum Showdown der Saison in Dortmund. Zwei tolle Sportler nehmen heute Abschied vom Profifußball und wir sind live dabei. Das ist doch was Schönes. Wieder Ballverlust bei Bayern 04 jetzt, aber vom eigenen Strafraum. Das kann teuer werden. Achtung, Erling Haaland! 1:0 für Borussia Dortmund. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nach wenigen Minuten rappelt's hier schon im Karton. Bellarabi ist am ersten vorbei, spielt den Ball quer auf Poligno und die Riesenparade von Roman Bürki. Wir waren sind froh, dass Poligno wieder fit geworden ist in der Zeit, wo wir da waren. Hat jetzt ein paar Wochen trainiert, was auch notwendig ist nach so einer langen Verletzung. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht, hat sich gut bewegt, sah fit aus, sah spritzig aus, war ballsicher. Ich finde, hat ein unglaubliches Potenzial, der Junge. Ist jetzt irgendwie schade, dass es nur ein Spiel ist, so wie es schade ist, wer heute alles nicht da war bei Bayer Leverkusen. Ich finde, das darf man ruhig auch nochmal sagen, hat ja eine halbe Mannschaft gefehlt. Auch Spieler, mit denen wir einen ganz besonderen Weg gegangen sind und die super gespielt haben, dann leider hinten raus ausgefallen sind. Ihr habt den Pfiff gehört von Manuel Gräfe. Marco Reus läuft an und der Ball ist im Tor. 2:0 für den BVB durch Marco Reus. Der Ball ging direkt ins Tor. Freistoß Aufsetzer, keiner mehr dran gewesen. Nächste Großchance, der Mariah Gray. Aber Roman Bürki macht ein klasse Spiel heute. Wir liegen erst zurück, aber dann haben wir eigentlich gut gespielt, haben nur die Angriffe nicht zu Ende gespielt. Für uns war es so, dass wir letzte Woche die Ziele erreicht haben. Darüber waren wir sehr, sehr glücklich. Oder sind sehr, sehr glücklich. Und in dem Gesamtkontext wollten wir trotzdem heute noch mal ein gutes Spiel machen, weil das letzte Spiel von Sven, das letzte Spiel von Lars, auch drumherum ein paar Jungs, die aufhören, wo es das letzte Spiel ist. Bei der Werkself wird es jetzt gleich ein Bundesliga-Debüt geben. Emrahan Gedikli macht sich bereit. Das ist wieder ein sehr erfreulicher Tag für die Juniorenabteilung von Bayern 04. Achtung, großer Fehler und Erling Haaland mit dem Tor zum 3:0. Wenn man dann das Ende vom Spiel sieht, war das alles nicht mehr ganz so wichtig, sondern dann haben die Emotionen natürlich eine große Rolle gespielt. Und das genau in dem Moment, wo Lars neben mir steht, wir den Elfmeter bekommen, ist natürlich sehr, sehr besonders und auch wunderschön, dass er diesen Abschied bekommen hat. Jetzt kommt Lars Bender und jetzt kommt Baumgartlinger. Was für ein Bayern 04-Moment. Bei Baumi, ja, es ist Wahnsinn. Ne? 4 Monate, hat die Woche mittrainiert, möchte die EM spielen. Aber er hat nicht nur mittrainiert, sondern extrem gut trainiert. Und ist sofort da. Du spürst sofort die Persönlichkeit. Du spürst die Qualität, die er hat. Einfach ein super Typ. Und war natürlich schön, dass er heute nochmal auf den Platz konnte. Und wünsche ihm von Herzen, dass er die EM, was mit Sicherheit ein großer Traum von ihm ist, da jetzt einfach gut spielen kann. Die Voraussetzungen dafür hat er in den letzten Wochen mit einer sehr, sehr guten Reha mit Sicherheit geschafft. Sven Bender geht runter und Lars Bender kommt und darf jetzt den Elfmeter schießen. Lars Bender trifft zum Tor für die Werkself. 1:3. Das Ergebnis ist egal. Tolles Zusammenspiel auch zwischen Lars Bender und Roman Bürki. Es ist das tolle Ende einer sagenhaften Karriere. 12 Jahre Bayern 04 Leverkusen gehen mit einem Elfmeter-Tor zu Ende. Ja, letztlich steckt da so viel Emotion drin, so viel Erinnerung, die wir jetzt mitnehmen. Das ist heftig. 15 Jahre, das war mein einer Moment. Relativ langer Moment, aber ja, ich nehme so viel mit. Also es ist ein Riesengewinn für uns. Gar nicht die ganzen Spiele, sondern einfach diese ganzen Menschen um einen rum. Diese Erinnerungen, diese gemeinsame Zeit. So eine Kabine ist was ganz Besonderes und das nehme ich einfach mit. Das bleibt mir in meinem Herzen und das werde ich nie vergessen. Für mich ist noch eins wichtig zu sagen. Das habe ich auch der Mannschaft letztens gesagt. So eine Fußballmannschaft ist ein Sinnbild dafür, wie so eine Gesellschaft aussehen sollte. Zusammenzustehen. Einer für den anderen einzustehen, ein gemeinsames Ziel zu haben. Und es ist völlig egal, wer da neben dir sitzt, wie der aussieht, wo er herkommt, was für eine Religion er hat, was für Ansichten, was für eine Kultur er entspringt. Zusammenstehen, nicht spalten lassen. Das ist die Botschaft, die ich raussenden möchte. Das nehme ich mit aus meiner Karriere. Das ist das Wichtigste. Wir sagen auch von Bayern 04 Leverkusen Hut ab. Vielen Dank und Servus an Sven und Lars Bender. Die Benders haben natürlich den Fußball in den letzten 15 Jahren geprägt. Sie sind Vorbilder, auch für mich und sollten es auch eigentlich für alle Leute im Fußball und auch drumherum sein, wie sie sich verhalten haben, auch zuletzt.
nochmal alles in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Das ist total schön und ich freue mich über diesen Moment mehr, als ich mich heute über die Niederlage ärgere.